Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen, liebe Gäste heim. Willkommen bei uns im Labor. Schön, seid ihr da, meine Damen und Herren, auch hier im Studio zu unserem obligaten Donnerstagabendtreffen. Und als heutiges Thema haben wir eigentlich eine Situation ausgewählt, die wir alle immer ein bisschen kennen. Im Leben gibt es Momente, wo plötzlich alles ändert, wo man nicht mehr ein- und ausweist. Und da hat eigentlich jeder zwei Optionen. Das eine ist, ein Blempo machen und Flinter ins Korn werfen. Und das andere ist, sich zu sagen, und jetzt erst recht. Unser Eins ist eher für die zweite Lösung. Und das gilt auch für unsere Gäste. Jetzt erst recht mit folgenden Gesprächspartner. Ihn hat weder einen schlimmen Überfall noch sonst eine Enttäuschung können aus der Bahn werfen. Sein Humor ist buchstäblich unerschütterlich. Darum steht er auch wieder auf der Bühne und bringt uns alle zum Schmunzeln. Die zwei Männer, Vater und Sohn, gehen seit einem Jahr zusammen durch dick und dünn. Ein Geschenk für einen Vater, der seit er 51 ist und er Alzheimer leidet. Jetzt erst recht, sagen die beiden. Und ihn halten viele für einen Spinner. Er lässt sich nämlich davon aber nicht beeindrucken. In 10 Jahren möchte er auf den Mars auswandern. Für immer. Notabene. Ja, und wenn man so auf den letzten Sommer zurückschaut, beschäftigen einem immer wieder schlimme Geschichten. Wenn man so schaut, dass gerade auch dieses Jahr fast 50 Menschen ertrunken wären. Und zwar meistens, weil sie es einfach unterschätzen, was so ein riesender Fluss alles für Gefahren birgt. Dem Schicksal sind 2 junge Frauen entgangen, und zwar wegen meiner ersten Gesprächspartnerin. Die 70-jährige Dame ist der Turnhaus spaziert, hat gemerkt, dass 2 Frauen am Ertrinken sind, ist kurzerhand in den Fluss hineingesetzt und hat die beiden gerettet. Und jetzt ist sie ausgezeichnet worden, letzte Woche, vom Beobachter der Zeitschrift mit dem Prix Courage. Und sie, das ist Grund genug, ist heute Abend mein erster Gast, Madame Courage, sozusagen. Herzlich willkommen, Erna Niedermann. Frau Niedermann, willkommen in der guten Stube. Nehmen Platz. Als Frau Courage. Ein Sträusli auch von uns, ich lege das jetzt mal daher, nehmen Platz. Ihr habt zwei Menschen diesen Sommer das Leben gerettet. Hat sich für euch auch das Leben etwas verändert? Ja, schon, ja. Hat sich gewaltig verändert. Die Anerkennung und Wertschätzung, die man hat dürfen, entgegennehmen durfte, ja, war ein riesen Erlebnis. Schauen wir doch mal zurück. Juli. Das Jahr, 6. Juli, ein heisser Tag. Ihr seid mit eurem Fido und Nico unterwegs gewesen, der Tour entlang. Was ist passiert? Ich habe 4 junge, dunkelhäutige Frauen gesehen. 2 außerhalb im Wasser und 2 sind im Wasser innen. Und ich hatte das Gefühl, die vergnügen sich. Und plötzlich habe ich realisiert, dass die schreien und mit den Armen um sich schlagen. Und einfach plötzlich realisiert, ich könne nicht schwimmen und bin halt dann mit den Kleidern, mit den Schuhen, mit den Hundeleinen um den Hals, mit den Bauchtaschen ins Wasser gesprungen, um diesen 2 Frauen helfen, rauszukommen. Seid ihr ein Sportschwimmer, dass ihr so kurz entschlossen gesagt habt, so einsetzen innen und die Hilfe? Nein, absolut nicht. Also ich kann einfach schwimmen, ich kann mich über Wasser halten, aber mehr also nicht. Aber ihr habt unglaubliche Kräfte entwickelt, 2 junge Personen aus dem Fluss rauszuretten. Das ist nicht ganz ohne. Das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Ich habe einfach spontan reagiert. Mhm. Was hat sich denn abgespielt im Wasser? Hat ihr selber Angst bekommen vor dem Ertrinken? Angst in dem Sinne nicht, aber die haben sich dann natürlich an mich geklammert und haben mich auch etwa 4-mal sicher, haben sie mich auch unter Wasser gezogen. Und irgendwie im Unterbewusstsein war schon die Angst da gewesen, wir schaffen es alle 3 nicht. Mhm. Aber und vermutlich da hat mir die Kräfte gegeben. Und der Hund ist am Ufer gestanden und hat fröhlich zugeschaut?
Nein, irgendwann, als ich mal auftaucht bin, habe ich ihm sein Gesicht von mir zugesehen. Er hat sich dann auch noch als Rettungsschwimmer betätigt. Ja, er hat dann dieser Fiori, dieser jungen Eritreerin, hat er noch ein Haarbändchen zum Fluss ausgeholt. Das eigentlich für eine tragische Geschichte auch noch in dem Sinne ein humoristisches Teil dazu. Ihr habt, Frau Niedermann, am Ufer die Frauen natürlich ein bisschen nach ihrem Befinden müssen fragen. Ja, die eine, die ist dann kurz bewusstlos gsi und die haben wir dann auf eine Decke angebettet und irgendwie hat die so panikartig ist sie aufs Mal wieder aufgeschossen und hat wieder geschrauen. Dann haben sie dann irgendwann mal einen Arm genommen und hat gesagt, ist alles okay, jetzt ist gut. Und wo es dann diesen Frauen gut gegangen ist, bin ich dann nachher mit meinem Hund gegangen. Mit pflotschnassen Kleidern? Ja. Und das war eigentlich die Geschichte zu Ende gewesen. Aber es hat gar niemand gewusst, wer jetzt da zwei Menschen das Leben gerettet hat. Wie ist es weitergegangen? Ich bin dann nachher mit meinem Hund wieder Richtung Auto gelaufen. Dann ist ein junges Bärli gekommen. Und der Mann hatte so ein bisschen Grinsen auf den Stockzähnen. Mhm. Wir sind dann das natürlich die Haare ins Gesicht. Die ältere Dame in flotschnassen Kleidern unterwegs. Ja. Dann habe ich gesagt, ich sehe nicht aus, lauter Spass mit den Kleidern baden. Und habe ganz kurz gesagt, was passiert ist. Und der junge Mann hat dann gesagt, ich habe dann eben bei dieser Rettungsaktion meine Brille verloren. Irgendwann beim Unteren tauchen und beim Umschlagen mit den Armen haben sie mir einfach die Brille weggeschlagen. Und dann habe ich es kurz gesagt. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen Sie das aber im Zentrum für Asylsuchende Thurhof melden. Ja. Ist mir um die Brille gegangen. Und so, es ist euch nicht um die mutige Tat gegangen, sondern ihr habt gedacht, ich brauche eine neue Brille. Ja, irgendwie habe ich mir dann überlegt, wer zahlt jetzt sich mir die Brille? Da ist noch viel Geld, oder? Und hätte ich die Brille nicht verloren, wäre ich nach Hause gegangen, hätte mich trocken angelegt und es wär erledigt gewesen. Wie haben nachher ein bisschen später, als der erste Schock vorbei war, die beiden jungen Damen reagiert? Die Frau hat sich dann nachher bei der Tourleitung gemeldet und hat das Bedürfnis gehabt, mich noch mal zu sehen und zu treffen, um mir auch Danke zu sagen. Mhm. Und sie hat mich dann besucht und dann habe ich auch einen wunderschönen Blumenstrauß bekommen. Und sie hat dann noch eine Karte gebastelt, wo sie mir versucht hat, Danke zu sagen. Ja, es war eine herzliche Begegnung. Was ist euch durch den Kopf? In dem Sinn, zwei Menschen, die auf der Flucht waren und jetzt hier in der Schweiz angekommen, plötzlich müssen aus dem Fluss rausretten, wo vielleicht ihr Leben an einem anderen Ort zu Ende gegangen wäre, unerwartet. Ja, wenn man sich dann einmal da nachher so wieder überlegt, dann ich mir auch müssen sagen, es wäre ja eigentlich Wahnsinn, wenn zwei Flucht über Meer und weiß nicht was für Weg in die Schweiz hinein würden schaffen und dann denken, jetzt sind wir da in einem sicheren Land und nachher noch müssten in einem Fluss vertrinken. Also ich finde es einfach unschön, dass jetzt zwei junge, 17-jährige Frauen, ja, die noch das ganze Leben vor sich haben. Dank euch eine Zukunft haben. Ja, genau. Ihr hattet es nicht ganz einfach im Leben. Ihr seid ja kurz vor der Pensionierung noch auf die Straße gestellt worden und musste kämpfen. Hat jetzt die Situation, dass ihr plötzlich auch respektiert werdet, für euch etwas geändert? Ja. Ich darf das ehrlich sagen. Ich habe nach dem Tod der Mutter und nach dem Verlust von der Arbeitsstelle 14 Monate vor der Pensionierung habe ich effektiv mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und ja, und jetzt irgendwie das Ereignis
Und jetzt die Zeit bis zu dieser Nomination für den Prix Courage, da hat irgendwie einfach wie ein Kick gegeben mir im Leben. Früher ja, hat man sich einmal gefragt, ja, was willst du denn noch allein und auf dieser Welt? Und ja, man kann ja für nichts mehr brauchen. Mal, man kann und euch jetzt, brauchen als Lebensretter. Ja, und in dem Sinn auch als Vorbild für uns alle. Mhm. Jetzt gibt es einen Batzen. Habt ihr euch schon überlegt, was ihr damit möchtet? Also, als allererstes melde ich mich im Tourhof melden und frage, ob die 17-jährige Fiori auch einen warmen Pullover und eine warme Jacke hat jetzt für den Winter. Mhm. Könnte ich mit ihr mal posten? Das wäre wahrscheinlich für sie auch ein Erlebnis, mal dürfen in einen Laden gehen und etwas selber aussuchen. Und dann gehen sie mal mit der Familie noch etwas Feines essen. Und dann habe ich noch ein altes Haus. Und der gibt es auch immer etwas zu renovieren. Und da gibt es immer etwas zu renovieren und zu ersetzen, genau. Frau Niedermann, ihr habt es mehr als verdient. Und ein kleines Sträusli jetzt auch noch von euch und einen grossen Applaus von unserem Publikum. Danke vielmals. Und das ist ein grosses Vorbild. Und alles Gute, Frau Niedermann. Danke. Ja. Irgendwo geht es einem ans Herz, eine bescheidene Person, die einfach so handelt, weil es gibt gar keine andere Option. Hingegen eine grosse Option hat mein nächster Gesprächspartner. Er möchte eine Traumreise machen. Eine ohne Retourbillett und eine, die auch etwas länger geht. Nämlich 8 Monate. Er will auf den Mars. Ja, genau. Seine Idee ist der Marsflug, der in 2 oder in 1 Jahrzehnt stattfinden soll, unbedingt auch in dem Sinn zu buchen, als er einen von diesen 4 Plätze bekommt, die diese Raketen zur Verfügung stellen soll. Das Ganze ist initiiert worden von einer privaten Firma, die heisst Mars One. Und da haben sich 200'000 Leute weltweit gemeldet, dass sie gesagt haben, mal, wir möchten auf den Mars, auch wenn wir wissen, dass wir nicht mehr zurückkommen können. Er ist von den letzten 100, die ist übrig geblieben. Jetzt, die einen sagen Spinner, die anderen sagen ein Träumer. Was er effektiv ist, das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Steve Schild. Steve, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Auswandern wollen ein paar, die einen sagen Australien, Kanada, Neuseeland. Ihr wollt etwas weiter weg, ihr wollt auf den Mars. Ist das Ganze ein Witz? Nein, es ist kein Witz, das ist tot ernst. Ja, man kann es so sagen, ich will auswandern auf den Mars. Mhm. Ja. Im Wissen, es gibt kein Retour-Ticket. Genau. Das war die Grundvoraussetzung von Anfang an, dass wir uns bewusst sind, wir gehen rauf, wir sollten etwas aufbauen, etwas völlig Neues. Mhm. Und wir kommen nicht mehr zurück und muss alles auch zurückladen. Ja. Oh, wieso jetzt gerade der Mars? Der ist ja keinen weit weg. Der Mond ist ein anderes Ziel von anderen Organisationen. Ich habe gesagt, der Mars ist der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem. Wir haben dort die Möglichkeit, um etwas völlig Neues aufzubauen und vielleicht in Zukunft so weit zu sein, wie wir jetzt mit der Erde sind, mit dem ganzen Aufbauen. Also eine ganz so wirkliche Umgebung wie hier bei uns ist es ja nicht. Also so Durchschnittstemperaturen minus 60 bis 120. Minus. Sehr kalt. Ja, das ist ein bisschen kalt, ja. Genau. Und es stürmt auch, hat Sandstürme. Wie stellt ihr euch das Leben dort oben vor? Anstrengend. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, es wird eine tägliche Herausforderung sein. Man muss sich das vorstellen, man geht in die Wüste, man lebt immer in einer Siedlung drin und jedes Mal, wenn man aus der Siedlung... Also die Siedlung ist mehr oder weniger eine Kapsel? Ja, 250 Quadratmeter. Das ist schon ziemlich gross mit allem Luxus, den wir uns hier vorstellen können, den man im Haus rein hat. Aber wenn man rausgeht, halt immer einen Raumanzug anlegen. Und das ist ja, das Leben lang 4 Leute. Auf engstem Raum und alle 2 Jahre. Schmeckt nach Lampen. Ja. Definitiv, ja. Ja, also es sind 2 Frauen und 2 Männer. Ja, genau. Ulala. Das Erste, was natürlich jeder fragt, wie es mit Sex?
ist ganz normal möglich. In der Schwerelosigkeit ist es etwas komplizierter. Ja, genau. Ja. Aha. Aber vielleicht gibt es ganz neue Opportunitäten. Oder? Ja, wer weiß, ja. Was sich da ergeben wird. Ja. Ihr seid jetzt sozusagen vom Hinterthurgau auf dem direkten Weg auf den Mars. 100 sind noch dabei. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt wird es so sein, nächstes Jahr im September werden die 100 alle zusammenkommen. Mhm. Irgendwo in Island wird die ganze Zeit nachgebaut. Und dann fangen die psychologischen Tests an. Mhm. Das heisst, 3 Tage lang werden wir alle mal in Gruppen eingeteilt. 3 Tage lang mal im ersten Schritt nicht duschen, wenig essen, wenig schlafen, viel Gestank und so weiter. Ja, momentan ist das Thema so ein stinkende Socken. Okay, also das ist bei der Mars-Expedition eine Grundbedingung. Man muss stinkende Socken tragen. Man muss können mit Gestank rauskommen und so weiter, weil es ist schon eben. Man kann nicht einfach so wie heute hier schnell in die Dusche gehen, duschen. Man kann nicht einfach Kleider so schnell waschen. Es ist alles limitiert. Man hat einen gewissen Vorrat an Wasser, wo man halt muss. Mhm. Ja, man kann nicht so. Der Fuhlen, wie viel raus? 24 bleiben übrig am Schluss. 24 bleiben übrig. Genau. Und für diesen Platz kämpft ihr? Ja, genau. Also sicher, das Ganze wird ja organisiert von einer Fernsehgesellschaft oder respektive das Ziel ist, eine Fernsehserie zu machen daraus letztendlich. Eine Dokumentarserie, das ist das Ziel, ja. Also, es wird begleitet durch das Fernsehen, es wird eine dokumentarische Aufnahme geben. Mhm. Das ist nur ein Teil von der Finanzierung auch. Der Großteil kommt von Investoren. Zeithorizont? In den nächsten 12 Jahren. Dann hast du, die sind jetzt 31, dann seid ihr im besten Mannesalter. wie stellt ihr euch denn vor, das Leben dort oben zu organisieren? Also, Handgepäck, was kommt da mit? Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Mhm. Gut, alles das hat man noch 12 Jahre Zeit für die Liste. Es sind andere Sachen, die wir uns damit beschäftigen müssen, wo sie uns schon ans Herz gelegt haben. Hey, fangen da im Alltag so alles, was euch irgendwie stört, nervt und so weiter. Fangen da an zu schauen, mit welchen Leuten sind da gerne zusammen, mit welchen nicht. Es sind so die einfachen Sachen im Leben, die bei so einer Mission grosse Auswirkungen haben können. Mhm. Was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen? Im ersten Moment einmal, man muss gesund sein, körperlich fit. Das reicht schon. Also, dann könnte ich mich auch noch melden. Gut, bei mir wird es ein bisschen knapp, aber ich müsste nicht mehr lange auf den Mars warten, bis ich den Löffel abgebe. Aber das wäre vielleicht auch noch praktisch. Ja. Die Leute, die jetzt noch dabei sind, das sind alles solche Persönlichkeiten, die den Traum eigentlich schon das Leben lang haben. Mhm. Also ein Traum, etwas Neues aufzubauen, in den Weltraum zu gehen. Es sind ähnliche Leute und die Voraussetzung ist, man muss kreativ sein, man muss weltoffen sein. Das Team wird international sein. Das heisst, es ist gut möglich, dass ich mit einem Afrikaner, Engländerin, das völlig durchmischt Team. Und man muss mit dem umgehen. Mhm. Also jemand, der nicht gerne in ein anderes Land reist und etwas Neues ausprobiert, der hat Mühe mit so etwas. Und ich bin einer, der gerne unterwegs ist, neue Leute kennenlernt, etwas Neues ausprobiert. Das ist so ein bisschen. Die Tatsache, in eine Rakete zu hocken, zu viert, und vielleicht nicht anzukommen, und wenn man ankommt, dort müssen zu bleiben, wie auch immer. Gibt es zwischen ihnen auch schlaflose Nächte? Oder ist das eine Stimulanz sozusagen noch dazu? Ich träume eigentlich teilweise schon, wenn ich auf dem Mars bin, mit dieser Gruppe. Und ihr seid einfach im Film gewesen, die Marsianer. Ja, das habe ich auch gesehen, ja, natürlich. Ja. Ja, man kann es sich ein bisschen so vorstellen. Teilweise ist es natürlich schon ein bisschen so wie wird. Man kann sich alles nur vorstellen. Man hat keinen Erfahrungswert. Man sieht Bilder vom Mars, vom Rover. Und durch das muss man sich dann halt eine Vorstellung machen, wie es könnte sein. Du müsst ja auch für die Lebensmittel sorgen. Ja. Dann kommen noch ein paar Küngel mit und Meersäule, die vermehren sich schnell. Mehlwürmer zum Beispiel. Ich habe letztes Mal so einen Mehlwurm probiert, so Sachen. Mhm. Ich habe einen Garten und habe dort mal versucht abzupflanzen. Ich konnte es nicht. Mir ist das Zeug nicht richtig gewachsen. Gut, das wäre jetzt noch etwas, das könnte man noch lernen in den nächsten paar Jahren. Aber das sind ja alles Hürden, die man muss nehmen muss. Genau. Das wird dann alles in dieser Ausbildung, die man überkommt, wird man hier ausbildet. Also sehr, sehr viele Bereiche, von Elektrotechnik bis Botanik. Ja. Wo man sehr flexibel. Also die müsst reparieren und gärtnern, waschen. Und, die nächste Equipe, falls jetzt ihr in der ersten dabei wären, die Chemie dann sozusagen als Gruppenreise erst frühestens 2 Jahre später. Richtig, ja. Genau. 2 Jahre überbrücken, bis Nachschub kommt, bis die neue Gruppe raufkommt. Bis neue Konstellationen ausgeasset werden. Genau.
So ist es. Ist die Idee letztendlich eine Kolonialisierung vom Mars in grossem Stil zu machen? Kostet ja etwas? Das ist das langfristige Ziel, ja. Mhm. So den Grundstein legen, um etwas völlig Neues aufzubauen und eine neue Kolonie auf dem Mars. Der hat sich zweifellos auch mit der Sinnhaftigkeit davon auseinandergesetzt. Heisst das, man möchte gerne letztendlich aus dem Mars bewohnbaren Planet machen? Oder was sind die Hintergründe? Das langfristige Ziel, ja. Durch irgendwann in ein paar hundert Jahren Terraforming eine zweite Erde. Das ist so die Vision, langfristig. Mhm. Natürlich, dass man nicht die Fehler macht, wie man da schon gemacht hat. Dass man durch das auch sehr viel lernt, durch Recycling und so weiter. Weil es wird alles recycelt auf dem Mars. Also, wenn man geht ein bisschen, das wird man auch wieder trinken müssen. Und vielleicht lernt man durch das auch ein bisschen auf der Erde wieder ein bisschen mehr mit den Ressourcen, die man hat, ein bisschen umzugehen. Also, man hofft sich durch das auch ein bisschen so. Wie reagiert eure Familie auf eure Träume? Sie stehen eigentlich hinter mir. Sie haben gesagt, ja, wenn das dein Weg ist, wenn das da ist, was du machen willst, dann stehen wir da dahinter. Ich denke, wenn es so weit ist, wird es sich vielleicht ein bisschen ändern. Dass man dann schon merkt, oh, jetzt geht er gleich. Mhm. Gibt es eine Freundin, die dort Tränen vergießt? Nicht mehr, nein. Nicht mehr. Also, die hat gesagt, rechtzeitig stoppen wir das, oder? Ja. Aha. In diesem Zusammenhang frage ich mich auch, glaubt ihr an Marsmenschen, die dann vielleicht kommen winken, wenn das erste Raumschiff landet? Nein. Aber auch Leben außerhalb von unserem Planeten? Da bin ich davon überzeugt, dass es Leben außerhalb von unserem Planeten gibt. In welcher Form auch immer, ob das Bakterien sind oder irgendwann mal so ein Marsmännchen oder so, ankommt. Irgendwo. In einer nicht genau vorstellbaren Form. Genau. Ja, jetzt wenn rücken wir rein in das Speziallager. Ist alles noch offen. Mhm. Also im September nächstes Jahr 3 Wochen. Also 3 Wochen Ferien sind schon verplant im September. Und nachher wird es noch mal ein Zeitchen gehen. Das kann noch mal 1-2 Jahre gehen, je nachdem, wie weit das denn sind, bis dann definitiv die Ausbildung anfängt. Mhm. Also besteht eine gewisse Chance, dass wir uns in 15 Jahren von hier zuwinken können. Geht ein bisschen lang, bis ihr mich seht. Aber ich probiere dort parat zu stehen. Super. Und wünsche euch weiterhin mindestens schöne Träume. Wir Menschen brauchen Träume. Ganz wichtig. Und wer weiß, plötzlich landet ihr dort oben. Steve Schild, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg. Alles Gute. Tschüss. Auf dem Mars. Bin nicht sicher, ob das mein Reiseziel ist. Eine ganz andere Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn. Und zwar ist es eine Geschichte, die eine spezielle Wendung genommen hat. Der Vater hat schon als Junge super Karriere gemacht, als Fotograf und Werber. Er ist in der ganzen Welt umeinander gechattet. Und bis er sich dann irgendwann so Ende der 40er Jahre von seinem Lebensalter ein bisschen verändert hat, ist arbeitslos geworden. Und man hatte plötzlich doch das Gefühl gehabt, jetzt sollte man eine Abklärung machen. Mit 51, es ist jetzt genau ein Jahr her, ist er zu einer neurologischen Untersuchung und dort hat man festgestellt, dass er Alzheimer hat. Sein Sohn, 22, hat sich entschlossen, seinen Vater zu begleiten, als Coach, als Motivator auch, um den Alltag können, möglichst lang, möglichst selbstständig zu meistern. Was das genau heisst, das möchte ich jetzt gerne von Ihnen erfahren. Herzlich willkommen, Daniel und Anatole Comte. Die Herren, guten Abend. Daniel, das ist gerade euer Plätzchen. Herzlich willkommen, Anatole, guten Abend. Wie geht's im Moment? Sehr Daniel? Gut. Sehr gut? Ja. Was habt ihr heute gemacht? Ich bin physisch vorbereitet hier auf den Anlass. Mhm. Und ja, also ich hatte das Glück gehabt, dass ich letzthin auch eine grosse Veranstaltung hatte, im Zusammenhang mit dem Schweizerischen Roten Kreuz. Ja, eine Ausstellung? Ja, eine Ausstellung, die es daraus gegeben hat. Und ja. Und das hat auch mit eurer grossen Passion zu tun. Ja. Mit dem hier. Genau. Mit dem Fotografieren. Genau. Ja. Seid ihr jeden Tag unterwegs am Fotoschießen? Ja.
Das ist quasi ein zusätzliches Körperorgan. Gibt es eine beliebte Sujet? Ich glaube, wir können dort hinten gerade schauen. Auf dem Monitor. Da hat es ein paar Bilder von euch, ja, genau, wo wirklich so Strassenschnappschüsse sind, wunderbar komponiert. Und in dem Sinne auch gerade das Zeichen, dass ihr ein Auge habt für die richtigen Ausschnitte. Gibt es Momente, wo ihr euch verlaufen in der Stadt, weil ihr nicht mehr wisst, wie der Heimweg ist? Nein, ich habe immer gesagt, wir könnten irgendwie von irgendwo aus der, also aus der Luft fallen. Und ich wüsste genau, wo. Wodurch das der Heimweg ist? Ja, genau. Schließlich bin ich auch 20 Jahre bei den Pfadfindern und das hat mir auch noch geholfen. Das hilft, ja. ihr seid mit 48 plötzlich arbeitslos geworden. Hat sich bei euch selber etwas verändert, dass es zu diesem Einschnitt ist im Leben? Ja, eben irgendwann einmal in der Werbung ist plötzlich die Lücke zugegangen. Die ganze Elektronik und so maßgebend gsi und all die Programme und so. Und irgendwie habe ich nachher keinen Job mehr gefunden. Ja. Und dann bin ich, habe ich müssen stempeln. 400 Tage lang und musste feststellen, dass ich irgendwie über das Mikrodata hinweg bin. Sozusagen das Data abgelaufen. Ja, genau. Mit 51 hat man eine Untersuchung gemacht mit eurem Vater, neurologische. Mhm. Die Diagnose war klar. Ja, wir sind dann. Das war der 16. Oktober, letztes Jahr. Und wir sind dann. Ich habe mit dem Dani telefoniert, weil man gesagt hat, er hat eine Untersuchung. Und ich habe gesagt, ich komme mit. Und dann sind wir dort so bei Neurologen gehockt und sie haben so angeschaut und gesagt, so, ja, er kommt, ihr habt Alzheimer. Und wir sind einfach dort gehockt und haben uns zusammen angeschaut und haben so gefragt. Ich habe mich dann gefragt, so, was machen wir jetzt? Also, so wie. Hat er sich denn verändert? Ja, es ist plötzlich, habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein Bewusstsein da plötzlich für. Es ist etwas, das man jetzt beschreiben kann. Und es ist nicht mehr so, dass. Plötzlich hat man etwas gehabt, wo man kann sagen, was es ist. Und nicht mehr so eine Ungewissheit. Habt ihr gespürt, dass es eine gewisse Vergesslichkeit gibt, Daniel? Sie haben ein paar Versuche gemacht und so. Und dann hat man verschiedenste medizinische Voruntersuchungen gegeben. Und schlussendlich hat man das aufgrund von einer Spiralpunktion. Ja, genau. Genau. Im Knochenmarkt. Und dort hat man dann das Nervenwasser aus dem Rückenmark. Und dann können die Diagnose stellen. Genau, ja. Alzheimer ist eine Krankheit, das muss man so auch akzeptieren, die nicht heilbar ist. Das heisst, die geht schrittweise weiter. Mit welchem Gefühl lebt man weiter? Genau so, es geht so weiter. Macht es Angst, vielleicht schrittweise etwas von seinem Bewusstsein zu verlieren? Nein, ich hatte schon immer ein gutes Gedächtnis. Vor allem eben ein Langzeitgedächtnis. Und das hat mich dann eigentlich gut getan. Auch Mut gegeben. Wann müsst ihr eurem Vater helfen? Es gibt verschiedene Situationen, wo so du dir ja irgendetwas aufhängst und es sind auch so wie kleine Sachen, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Und dann gibt es Momente, wo ich einfach mit ihm rede und ich glaube, das so lösen wir die meisten Probleme, indem wir einfach so wie
dass irgendjemand erklärt, dass es nicht so schlimm ist. Und dann bringt es dann meistens selber her, weil es einfach so. Aber als Sohn, ihr habt nicht so einen engen Kontakt gehabt, vor der Krankheit miteinander, ist man sich auch bewusst, dass man wahrscheinlich seinen Vater, den man gerne hat bekommen, wieder schrittweise ein bisschen verliert, dass er sich verändert? Ja, das ist. Es ist. Der Gedanke an die Zukunft ist jetzt mal, sind die schwierigen Momente, wo man irgendwie sich so überlegt, wie wird das Ganze ausgesehen in ein paar Jahren oder wenn wird es schlimmer. Und für mich ist es einfach schön, dass er mir so wie. Er schenkt mir, dass ich im Moment leben mit ihm. Und dass ich mir so bewusst sein kann, wie es jetzt mit ihm ist. Und das habe ich sehr fest irgendwie habe ich mich dort entwickelt und gemerkt, so, also es tut wahnsinnig gut. Ja. Ja. Ihr lebt selbstständig in einer neuen, grösseren Wohnung. Ja, ist das manchmal ein Stress, wenn man an alles muss denken muss, kochen, aufräumen? Nein, also ich habe schon länger in einer Wohnung gewohnt. Also jetzt ist sie einfach etwas grösser geworden. Und ich koche gerne selber. Und das funktioniert alles? Das funktioniert alles. Ja. Und man kann es sogar essen. Ist wahr. Ein grosser Wunsch war, nach eurer Scheidung eine neue Freundin zu finden. Genau. Hat da der Sohn müssen Vermittlungsdienst leisten? Nein, das konnte ich ganz selbstständig realisieren. Es ist ja auch so, dass bei dieser Diagnose hat er ja noch eine Freundin gehabt. Und die hat mit uns, die hat Theo wahnsinnig unterstützt und die hat mit uns auch die schwierige Zeit durchgemacht. Und die hat uns beiden sehr viel geholfen. Und also ich würde an dieser Stelle sagen, dass Renato Cebular, meine vorherige Lebenspartnerin, und die hat auch zusammen mit uns, also mit dem Anatol und mit mit mir geschaut im Zusammenhang mit den verschiedensten Institutionen. Also, dass ihr wirklich ein Netz habt, ja, wenn absolut, Not genau. Und da hat sie am Anfang sehr viel versucht aufzugleisen und zu helfen und so irgendwie Institutionen zu suchen, wo wir nachher auch gemeinsam aufgefunden haben. Der gehört jeden Tag an einen Ort her, so eine. Ja, genau. Villa Vita heisst das. Villa Vita, ja. Das ist was für euch, so als, wenn man das beschreiben müsste? Also, ich tue nicht nur fotografieren, sondern ich tue auch noch malen, expressionistisch. Also, das heisst, es ist eine Villa Fantasia. Ja, genau. genau. So Strukturen sind wichtig. Seid ihr eigentlich immer auf Abruf? Ich bin meistens in seiner Nähe und bin hier, wenn er mich irgendwie braucht. Aber im Moment oder so allgemein läuft es eigentlich recht gut. Und ich habe die Möglichkeit, von meiner Arbeit, dass ich einfach meinen Vorgesetzten sagen kann, dass mein Vater mich braucht und das ist eine wahnsinnige Unterstützung. Und da bin ich auch wahnsinnig dankbar. Das ist nicht selbstverständlich für mich, dass man die Möglichkeit hat, dass ich ihm auch das bieten kann. Wie stark macht die Zukunft, ich muss doch noch einmal auf das kommen, Angst? Es ist, man tut sich dann irgendwie ein bisschen distanzieren von dem. Weil man ist ständig so dran, sich persönlich irgendwie eine Zukunft vorzustellen. Und durch die Augen von meinem Vater oder wenn ich mit meinem Vater eigentlich zu tun habe, bin ich wirklich so wie, dann mache ich mir nicht mehr Gedanken über die Zukunft, sondern wir machen einfach eins nach dem anderen. Und so. Zeit ist plötzlich nicht mehr so ein Faktor, der so wichtig ist. Es gibt viele Leute mit dieser Diagnose, weil man weiß, irgendwann mal entschwindet man so dem Bewusstsein, wie wir es kennen, wo sagen, bin nicht sicher, ob für mich das Leben noch lebenswert ist. Sind so Gedanken nach der Diagnose euch auch durch den Kopf? Ja, ja, mit dem ersten Mal müssen daran gewöhnen nach der Diagnose und für mich ist einfach
vorwärts zu gehen und nach vorne zu schauen, mhm, und nicht, was war. Dann ich mich irgendwie sehnen, dass das noch länger weitergehen kann. Mhm. Ja. Macht es auch Angst selber, wenn man denkt, könnte es mehr treffen? Angst? Jetzt persönlich nicht. Ja. Vielleicht das Gefühl, dass ich auch mal Kinder mache. Für das irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich möchte nicht irgendwie so wie das auch ab. Weil so, wie soll man sagen, es ist für mich nicht so persönlich, dass ich mich so auf das beziehe, sondern noch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt können wir eigentlich nur wirklich hoffen, dass die noch lang, ohne euch zu verlaufen, mit dem Fotoapparat, ja, umeinander gehen. Jetzt wird das Hemd aufknöpfen. Was sehen wir da interessant? Ein Heldenbrust drunter. Und da steht irgendetwas. Kreativität ist meine Waffe. Genau so muss es sein. Genau. Herzlichen Dank, Daniel, Anatol. Schaut zueinander, weiterhin. Und vergessen den Fotoapparat nicht. Vielen Dank, Anatol. Danke vielmals. Ja. Daniel, alles Gute. Ja, ich lasse euch gemütlich rausgehen und mache mich schon bereit für den nächsten Tag. Danke dir. Jetzt haben wir jemanden zu Besuch, der eigentlich könnte sagen könnte, ja, also bei mir ist auch nicht so alles wahnsinnig rund gelaufen. Aber er gehört ja schon seit drei Jahrzehnten sozusagen zum Komikerinventar der Schweiz. Er ist Autor, er ist Komiker, er ist Schauspieler. Er überrascht immer wieder als wunderbarer Geschichtenerzähler. Aber wenn er das Jahr zurückschaut, dann ist ihm auch etwas passiert, wo man sagen kann, jetzt erst recht. Jemand, der geistig verwirrt war, hat ihn auf offener Straße zusammengeschlagen. Und da hat er sich nicht aus dem Takt bringen. Aber was es trotzdem bedeutet, so eine Erfahrung, möchten wir unter anderem auch von ihm erfahren. Und darum jetzt herzlichen Applaus für Beat Schlatter. Beat, willkommen in der Stube. Ich sehe, du kommst mit Schnauz. Ist das eine Solidarität zu der Movember-Aktion? Nämlich, dass Männer in unserem Alter eine Prostata-Prophylaxe machen sollen? Ich habe die tatsächlich auch schon unterstützt. Ich kenne die Aktion, das ist eine sehr gute Aktion. Nein, das hat nicht mit dem zu tun. Es hat mit dem zu tun, dass ich im Moment einen Polizist spiele. Und Polizisten tragen Schnauz? Im Polizeiruf 117, ja. Der Polizist, den ich spiele, der trägt einen Schnauz. Aha. Ist das so ein Traumberuf von dir, Polizist? Weil man darf Uniform tragen? Ja, vielleicht als Bub. Als Bub, ja, kann sein, dass ich dort mal Polizist werden wollte. Also, es hat dann aufgehört in dem Moment, also, wo mein Vater gesagt hat, ja, also, wenn du möchtest Polizist werden, dann musst du gut, immer gut beobachten, alles. Und dann sind wir miteinander spazieren. So Hand in Hand, also ich war dort wirklich noch sehr klein. Mhm. Und da hat er mir immer Fragen gestellt, wenn uns jemand begegnet ist, hat er nachgesagt, was hat der Mann für einen Hut da gehabt? Signalement. Signalement, genau. Oder bei einem Auto, was aus welchem Kanton ist der gekommen? Und ich mag mich erinnern, ich habe das Spiel sehr gerne gemacht. Und das war dann in Talwil, dort hat es so Parksäulen gehabt, wo man eine Münze reingelassen hat, wenn man parkiert hat. Und weil ich dann immer so hinterher geschaut habe, bin ich mal so also frontal in so eine Parksäule hineingelaufen. Und von dem, also, und das war dann gerade so als Bub, oder? Gerade so, ja, auf dieser Höhe. Mhm. Und von dem Moment an wollte ich nicht mehr Polizist werden. Ja. Dem Polizisten in eurem Polizeiruf 117, dem geht es nicht so wahnsinnig gut. Die Frau weg, Wohnung weg, Job gefährdet mindestens. In diesem Sinn denke ich, ihr habt wahnsinnig viele Polizisten bei euch im Publikum, die kommen, das Stück anschauen können. Ja, wir haben im Hechtplatz haben wir angefangen. Da hat die Frau, die dort an der Kasse arbeitet, hat gesagt, das sei ihr noch nie passiert. Da sei am Nachmittag, wo der Vorverkauf war, ein Streifenwagen angefahren. Da sei ein Polizist ausgestiegen und sie hat einen Moment Schiss gehabt. Und hat den 15 Billett gekauft und sei wieder gegangen. Also, die treffen da offensichtlich den Nerv von diesen Männern, die zum Rechten schauen. Du hast mit der Polizei zu tun gehabt, den Frühling.
Dass dir etwas passiert ist, wo man sich alle hofft, dass einem das nie passiert. Auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Fast umgekommen dabei. Was hat der Moment bei dir jetzt für Erinnerungen? Ja, also das ist wirklich etwas Schreckliches, was passiert ist. Und man zieht da natürlich auch noch einen ganzen Haufen Sachen mit. Also wenn man in einem Ensemble spielt, jetzt wieder Polizei auf 117, da sind auf der Bühne 5 Schauspieler und hinter der Kulisse sind 3 Leute. Und man kann dann, ich hatte dort komplett ein verschlagenes Gesicht gehabt. Und da kann man natürlich nicht mehr als Polizist auftreten. da wirkt man unglaublich. Nein, das geht dann auch nicht. Also Andrea Zog, der spielt den Einbrecher so grossartig, also das muss man so stehen lassen. Also schlussendlich muss man natürlich mit dem leben, was passiert ist. Und ich habe mir dann gesagt, ja, wichtig ist, dass ich Menschenfreund bleibe, dass ich trotzdem als Gute glaube. Und wir leben in einem sicheren Land. Und ja, das hilft mir, das zu verarbeiten. Gibt es die Aggressionen gegen den Täter mindestens emotional? Ja, natürlich hat man das immer, wenn so etwas passiert. Aber ja, man muss ja auch überhaupt das nicht, was der Täter betrifft, man muss einfach auch lernen, im Leben zu verzeihen. Und er ist verurteilt worden und es hat ein psychiatrisches Gutachten gegeben. Er ist, das hat ihn gelutet, in dem Moment schizophren gewesen. Also das Gutachten hat gesagt, er hat nicht genau gewusst, was er gemacht hat. Ich war wütend gewesen, als er also bei der Staatsanwaltschaft, bei der Einvernahme erzählt habe, ich habe dort ein kleines Mädchen belästigt und er hat ihm helfen und so. Dort ist dann bei mir wirklich ein bewusstes Lügen hineingegangen und das bin ich fast wütiger gewesen am Schluss. Das verschlagene Gesicht, das ist ja für einen Schauspieler ideale Voraussetzung für eine Generalrevision zu machen. Wieso? Ich weiss, hast du etwas machen lassen? Nein, ich warte noch auf andere Momente. Aber du hast mindestens eine wunderbare Erfahrung gemacht mit Spitalnachthemli. Die Nachthemli, also die kann ich sagen, die sind scheußlich. es ist ja, die Kleider sind weg, also die habe ich müssen der Gerichtsmedizin abgeben, weil ja, die Spuren auf dem Körper sind für die Polizei bessere Beweismittel als Zeugenaussagen. Und darum sind dann meine Kleider gerade weg gewesen. Und das Erste, was dann passiert ist, ist der Gerichtsmediziner gekommen und hat da jede Wunde abfotografiert und dokumentiert. Und dann kurz darüber runter ist ein Polizist gekommen von der Kantonspolizei. Und ich war befreundet gewesen, mit ihm. Das war ja, jemand, der uns auch geholfen hat in der Vorbereitung, um das Stück zu machen. Weil wir haben, uns ist wichtig, dass ein Stück glaubhaft ist, auch bei der Polizei. Das ist wie, wenn man mal den Schwingerfilm gemacht hat, dann ist mir das sehr wichtig, dass die Schwinger selber den Film auch gut finden. Und das ist da jetzt bei der Polizei auch der Fall gewesen. Und da hat dann ein Polizist, der gehört hat von der ganzen Sache, hat er gefragt bei der Kantonspolizei, ob er sich dem Fall annehmen darf. Er würde gerne die Einvernahme mit mir und so machen. Und dann hat er mir angerufen und hat gesagt, er komme jetzt ins Spital. Und dann habe ich gesagt, oh du, Tiss, kannst nicht an einen anderen Moment kommen, ich habe noch keine Kleider. Und das Nachthemd, das sieht scheußlich aus. Und es ist noch 3 Nummern zu gross und so. Und dann hat er gesagt, du, los, gell, also ich sehe dann auch schrecklich aus. Und so, wieso, was ist los? Ja, weißt du, ich komme dann in der Uniform. Also du schlägst den Spitäler vor, Designberatung zu machen. Was ja, das wäre eine tolle Aufgabe mal für eine junge Designerin. Ja. Also da würde ich mich gerne sogar engagieren dafür. Mhm, gut, und das wäre auch eine sichere Abnahmequelle. Ein bisschen Männermodell, oder? Das ja, genau, ist, so richtige, tolle Männermodelle. Ja. Du hast sowieso 12 Monate alles ein bisschen schwierig gehabt. Noch vorher hätte deine Manager in dem Sinne aufs Glatteis geführt, dass sie sich bei dir bedient hat aus deinem Bankkonto. Kann man am Schluss noch als guten Glauben der Leute? Ja, das muss man. Ja, das muss man. Also, ich bin ja nicht der Erste, der das passiert ist. Ich habe dann gelesen, Leonard Cohen ist das offenbar auch passiert. Mhm. Ja, das ist schlimm, ja, wenn man jemandem, wo man vertraut, ja, einfach das Bankkonto leeren. Und aber da ist man nachher auch wieder dann mit der Staatsanwaltschaft und das ist jetzt für dich erledigt. Nein, noch nicht. Aber man muss jetzt durch
Das ist eine Wahnsinnsarbeit, das kann man gar nicht erklären. Also, oder, da muss man jetzt alle Eingänge oder, von, mit den Leuten, die man zu tun hat, oder, muss man anfragen. Und die Staatsanwaltschaft hat müssen den Bankauszug anfordern. Und ich muss jetzt schauen, wo was genau nicht stimmt. Und, da wird es dann irgendwann auch mal zu einer Klage kommen. Ja. Das ist mit 50 geheiratet. Da Schlusspanik? Nein, ich habe. Ich habe meine Frau einfach gern gehabt, also immer noch gern. Und, also Frau Fischer heisst sie übrigens. ja, man merkt im Leben, wenn es der Richtige ist zum Heiraten. Mhm. Und das ist genau der Richtige. Ist das, du hast Hochzeit und Geburtstag gerade in einem feiern, spart Kosten. Ich habe 500 Leute eingeladen, ja. Also, und wenn man für so viele Leute muss einen Raum suchen muss, dann muss man, ja, fragt man verschiedene Orte an und kommt dann Offerten über. Und das ist grauenhaft. Da muss man nachher gleich blicken. Ja. Das, das ist eine wahnsinnig teure Angelegenheit. Aber ich hatte dann Glück gehabt, der Christian Stucki, wo wir ja alle kennen aus der Schwingerszene, der hat in einer Grossmetzgerei gearbeitet. Mhm. Und durch das hatte ich dann wahnsinnig gute Konditionen gehabt für das Fleisch. Aha. Wie manche Kuh oder wie manches Kalb musste daran glauben? Das weiß ich nicht. Also es hat Hammer gegeben, das ist so viele weiß Schinken. Ja, also, genau, und das ja, hat mit einer Salz zu tun, in der Regel, ja. Mhm. Gut. Dann lassen wir das. Du bist ja auf 1000 verschiedenen Hochzeiten unterwegs. Als Komiker, Autor, als Schauspieler, hast Ideen für neue Drehbücher. Ist eigentlich Humor etwas Anstrengendes? Nein, ich glaube, also wenn es anstrengend wäre, dann hätte ich den Beruf verfehlt. Ich glaube, das, was man gerne macht und was seine Leidenschaft ist, das darf eigentlich nicht anstrengend sein. Das muss einem leicht fallen. Und, der Humor fällt mir leicht, ganz klar. Was einfach streng ist, man muss es in Ordnung bringen. Also man hat ja Ideen, oder? Man hat eigentlich eher zu viele Ideen als zu wenig. Und was anstrengend ist, auf die richtige Idee zu setzen und die nachher umzusetzen. Und das ist also jetzt im Fall von einem Drehbuch. Es ist ein Drehbuch jetzt in einem Finanzierungsplan, wo da hat man zwei oder nein, fast drei Jahre dran geschafft. Und unbezahlt, oder? Das muss man mal sagen, oder? Und das ist anstrengend, das auszuhalten, wenn es nachher nicht finanziert wird. Also eine Finanzierung von einem Drehbuch heisst, wenn ein Drehbuch fertig ist, dann reicht man das ein beim Bundesamt oder bei der Zürcher Filmstiftung oder beim Fernsehen. Und da sind das ein paar Leute, die das bewerten, ob das gut wäre, ob das einen Film gibt oder nicht. Und das hängt natürlich immer auch zusammen, wer ist die Produktionsfirma, wer sind die anderen Schauspieler, wer ist der Regisseur. Wie erfolgreich war der letzte Film? Das hängt manchmal auch zusammen. Und das sind 5 Leute, die das entscheiden. Und das ist vielleicht 3-2. Da fehlt einem vielleicht dann eine Stimme, dass man den Film nicht realisieren kann. Mir Rat ist Lotto spielen. Dann muss man nicht zu diesen 5 Personen. Und dann ist. Ja, Lotto spielen, das ist. Das spiele ich auch schon seit 30 Jahren. und ja, beim Drehbuch sind auch viel zu viele gute Drehbücher sind vorhanden, klar. Aber es ist zu wenig Geld da. Hast du manchmal die Hoffnung, dass man mit Geschichten, humorvollen, mit Augenzwinkern auch etwas in der Welt verändern kann? Ja, das kann man. Also mal ganz klar in diesen 2 Stunden. Also wenn die Leute zu uns ins Theater kommen und sie denken in diesen 2 Stunden, ihre letzten Steuern oder was weiß ich was, dann haben wir etwas falsch gemacht. Also, ich glaube, dass in diesen 2 Stunden verändern wir mal ganz sicher das Leben der Leute. Es geht ihnen besser. Und irgendwo ist ja auch, sage ich mal, welche Form man auch wählt, oder? Sind wir auch ein bisschen bildende Künstler. Und manchmal gelingt es auch mit einer Geschichte. Also, ich bin ja nicht ein Komiker, der Pointe sagt. Wir erzählen eine Geschichte. Wir erzählen zum Beispiel jetzt im Moment beim Polizeiruf 117 eine zeitgenössische Geschichte über die Polizei. Und durch das, dass ich das überhaupt selbst erzähle, habe ich auch einen anderen Blick auf die Polizei bekommen. Und ich glaube, dass gewisse Leute, die bei uns ins Theater kommen, die jetzt nicht Polizisten sind, vielleicht durch das auch einen anderen Blick auf die Polizei bekommen. Also, du hast sozusagen eine erzieherische Funktion in unserer Gesellschaft. Darum sagen wir auch jetzt erst recht. Weiter! Herr Schlatter.
Ja, sehe ich anders aus. Nein. Danke vielmals fürs Kommen. Ja, danke, und weiterhin alles Gute. Ja. Und von unserer Seite war das die auch schon gewesen, meine Damen und Herren. Jetzt erst recht sozusagen der Schlachtruf für die Nacht. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, mit diesem Prinzip weiterzuleben. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen die Nachtruhe möchtet, rausstüdeln, dann hat es noch das NZZ-Format bei uns auf dem Programm. Auch das steht euch zur Verfügung. Und wir gehen schon auf die Suche für Geschichten in der nächsten Woche. Und ich denke, da können wir noch wieder einiges bieten. Bis dann sage ich gute Nacht miteinander. In der Woche wieder am nächsten Donnerstag. Tschüss zusammen, Pause gut.